Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports. Ich begrüße euch zurück zu World of Tanks, zu vermutlich einer der vorletzten oder letzten Runden mit dem Nashorn. Zumindest wird es dann nicht mehr so häufig kommen. Ich hatte ja jetzt in letzter Zeit ein paar Runden mit dem Nashorn gebracht, weil ich den Emil schon habe. Muss aber allerdings dazu sagen, ich wollte es ja nicht glauben. Der Mörb, oder der Mr. Mörb hat es mir ein paar Mal schon gesagt. Das Ding ist Stock, sagen wir mal, schlecht. Man könnte auch ein anderes Wort mit SCH benutzen. Ja, und dann muss ich erstmal sehen, wie ich das mache. Ich werde ihn natürlich erstmal leveln, bis ich die Top Gun habe. Aber es kann auch durchaus sein, dass ich ein bisschen Free XP in die Hand nehme, weil ich bin 3 Runden mit ihm gefahren und... Also, Katastrophe, muss man eigentlich sagen. Hab mich dann nach 3 Runden gefreut, dass ich dann endlich schon die Top Gun einbauen kann. Ach Quatsch, die Top Gun, was erzähle ich denn? Den Top Motor. Um dann irgendwie festzustellen, yeah, der Top Motor hat ganze 10 PS mehr. Ja, geht ab. Also deswegen, Emil wird wohl noch ein bisschen dauern. Oh, da fallen haben wir ja einiges hier. 2 Artis auch. Ich muss mich also ein bisschen in Acht nehmen. Kommen wir auf den Lux eventuell drauf. Ah, wenn der nochmal hochfährt. Ah, da ist er doch. Ja, nice, kleiner Lux. Ah, unsere Arti hier treffen können, das wäre schön gewesen. Somit vermiest er mir hier höchstwahrscheinlich immer noch meine Tour. Komm. Na, mal gucken. Der Lux muss weg. Danach können wir uns um den T-150 kümmern. Da ist er. Sehr gut. Und ich bin jetzt nicht aufgegangen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er mich aufgemacht hat. Das hatte ich ja letztens schon mal auf Prokhorovka. So, wir ziehen mal ein hier. Oh, und da kriegt der T-150 mal schön einen verpasst. Jetzt sind wir offen, aber ich warte noch den Schuss ab. Sehr gut. Das war wichtig. Jetzt irgendwie mal zusehen, dass wir hier vor der Arti uns bewegen. Und dann ist das nächste Ziel... Ah, Tok, kommen wir da drauf? Oder dann vielleicht die Matilda. Ah, Matilda nicht so, aber Tok, 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 Tok. Krieg die Kanone nicht runter! Jetzt. Ah, Tok ist. Wo ist der Tok? Da müsste er jetzt gleich kommen, genau, da kommt der Tok. Jawoll! Haben wir dem Tok eine verpasst? Und auch der zweite Schuss. Ja, sehr schön. So, Matilda sehen wir nicht so viel. Da war noch eine Su. Oh ja, von der Su sehen wir was. Oh. Ah, da war eine Kette von der Leiche. Und jetzt treffe ich nicht. Komm. Komm. Ja. Schön, schön, schön. Haben wir noch einen Kill abgesahnt. KV1 ist der nächste in unserer Reihe. Oh, nice. Und auch der... Ach, Mist. Der hätte auch noch für uns sein können. Ja, im Nashorn Top-Tier zu sein, das macht schon Spaß. Allerdings, ich werde mich jetzt nicht weiter Richtung Stadt orientieren, denn der VK3601H wird hier höchstwahrscheinlich gleich irgendwann mal angedödelt kommen. Vielleicht kann ihn der VK3601H von uns dort hier aufmachen. Das wäre sehr schön. Dann wüssten wir zumindest schon mal, von wo er kommt. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Dort ist die Arti. So. Ja, VK. Ich brauche Spot. Man muss wissen, wo der VK36 ist. Ich will jetzt hier nicht ohne Wissen einfach vorfahren. Vielleicht ist er auch da hinten stehen geblieben. Das wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn der unsere VK ihn aufgemacht hat. Es kann natürlich sein, dass er sich einfach auf A1 verkrümelt. So, jetzt bloß noch die eine Arti da. Naja, gut, was soll's. Machen wir mal ein bisschen Harakiri. Oh, 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 shit, der ist oben rumgefahren.
Schießt vorbei, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einen Schuss können wir uns von ihm fangen. Das ist okay. Wir haben schneller nachgeladen. Und damit haben wir unseren 5. Kill gemacht. Yeah, sehr nice. Der war jetzt doch schneller, als ich gedacht hätte. Oder ich habe nicht genau aufgepasst, wann das letzte Mal da oben links überhaupt zu sehen war. Vielleicht war ja die Meldung auch schon eine Weile her. Gut, aber dann gucken wir uns mal die Auswertung an. Da sehen wir, erste Klasse, sehr nice. Kämpfer, Wirkungsfeuer, Schläger und Großkaliber. Cool, cool. Doppelte Erfahrung, Mannschaftserfahrung gibt es immer noch. Ihr seht, ich fahre immer noch mit einer nicht auf dem Panzer geschulten Mannschaft rum. Das ist meine E25-Mannschaft, die auf dem Jagdpanzer 2 geschult ist. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich muss wohl doch mal eine zweite TD-Mannschaft anfangen. Ist auch eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, weil ich habe 2 Premium-TDs der Deutschen. Was mache ich hier eigentlich? Aber na gut, das ist jetzt nicht das Thema. Wir sind vom Schaden her, wow, deutlich auf dem ersten Platz mit 800 Schaden Vorsprung vor dem VKRA 3001D. Haben 5 Kills gemacht und auch bei den Erfahrungspunkten mit 994 Basis-XP. 266 Schaden haben wir noch ermöglicht, 36.000 Credits gab es und mit Tagessieg und Premium waren das dann insgesamt 2.982 Erfahrungspunkte. Das gibt Motivation für ein zweites Gefecht, wo wir uns gleich wiedersehen im Nashorn. Bis gleich. Und da begrüße ich euch zurück in der zweiten Runde in unserem Nashorn auf Südküste und einem Tier 7 Gefecht. Ich guck mal kurz auf Setup. Schon wieder mehr TDs. Also einer halt mehr, aber ja. Hatte ich irgendwie die ganzen Gefechte jetzt schon. Die XVM-Farben gefallen mir nicht auf unserer Seite. Da sind ein Haufen Tomaten dabei. Dafür hat der Gegner irgendwie 3 blaue. Aber gut. Hat nichts zu heißen. Wir können trotzdem verlieren. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Und mal gucken, was hier so Schönes aufgeht. Wir können ja schon mal anfangen, ein bisschen Häuser hier kaputt zu machen. Damit die Gegner gar nicht auf die Idee kommen, sich irgendwo zu verstecken. Das mache ich immer mal sehr gerne, weil gerade bei solchen Stellen kann das ein enormer Vorteil sein. Wenn der Gegner keine Möglichkeiten hat, sich irgendwo hinter Häusern zu verstecken. Aber im Moment ist ja noch nichts zu sehen. Deswegen warten wir einfach mal ab. In aller Regel kommt da schon was. Aber unser T34-1 fährt da jetzt einfach durch, ohne dass wir irgendwie einen Gegner sehen. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Arti steht irgendwo da hinten. Tja. Okay. Dann verpassen wir dem KV-85 eine. Klar, dass der uns das aufmacht. What? Wie kann denn der da noch auf uns schießen? Also das ist jetzt irgendwie gerade... Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Aber nicht mehr mein Bier. Wir gucken mal, was wir hier drüben so machen können. Kommen wir nicht drauf? Kommen wir nicht drauf. Die stehen alle unten am Strand. Und dann vorne hatten wir irgendwo ein ELC. Ah, doch, jetzt vielleicht T150. Alle hinterm Haus. Das gefällt mir natürlich weniger, aber der... Irgendwo hier vorne, vielleicht kommt der ja mal hier rum oder so. Okay. Ah, traut euch, traut euch.
Er muss schon noch ein Stück fahren, damit ich drauf wirken kann. Jetzt kommt er ins Feld. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, fahr ein Stück zurück. Aber er tut dasselbige. Das ist natürlich nicht schön. Jetzt haben wir wieder kein Wirkungsfeld auf ihn. Ah ja, aber vielleicht dort. Dort irgendwie. Okay, von oben kann man drauf wirken. Was ist da? Shit. Shit. Okay, jetzt müssten sie langsam drücken. Vielleicht kann ich dann jetzt ein bisschen Schaden hier auszahlen. Genau. Der ging voll durch ihre Panzerung. 1050 mit Stockgun. Geht jetzt zu. Verstehe ich nicht. Damn it! Komm, fahr noch mal ein Stück vor. Oder du. Die müssen jetzt hier weg. Das sind die einzigen, die noch wirklich gefährlich sind. Die Su ist höchstwahrscheinlich hinten rumgefahren. Ach. Und der Churchill ist halt auch noch fast voll. Ist der andere? Nein! Er ist in Deckung gefahren. Ziel erfasst! Miep, miep. Wir haben das Ziel verloren! Ah, komm, 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 bleib stehen! Fahr ein Stück zurück! Erwischt! Oder so. Oder so. Das geht natürlich auch. Oh, der A44 ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Die spannende Frage ist, wo ist der Churchill? Der ist jetzt wirklich noch ein bisschen ein Problem hier. Und der Jagdpanzer 4 scheint mich nicht zu supporten. Der fährt zurück, um die Su-85B zu holen. Shit, da ist der Churchill. Oh Gott, nur ein kritischer Treffer. Das ist natürlich ärgerlich. Wirkungstreffer. Oh, der schießt schnell. Das ist das Problem. Fahrzeug zerstört. Er schießt zu schnell für uns. Ah, und der Emil kommt mir zu spät zur Hilfe. Schade, schade, schade. Ja, nun gut. Gucken wir mal, anderes Nashorn campt hinten an der gegnerischen Base. Lässt den T-150 erstmal die A-Team. Motor repariert. Weiter geht's. Ach, der hat einen kaputten Motor, okay. Aber er könnte sich jetzt trotzdem mal drehen. Oh Gott, hat der ein Glück. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Hat er auf den ELC gewartet oder wie? Jetzt kann er sich entscheiden. Okay, jetzt aber nach rechts. Jetzt kannst du dich nach rechts drehen, mein Freund. Ist der betrunken? Also manchmal fragt man sich schon, wie manche spielen. Es erschließt sich mir auf keinster Weise, was der hier macht. So, Jagdpanzer 4. Auf die Su. Nice. Schöner Schuss. Kriegt er noch den 2? Ja, die kriegt er auch noch. Jagdpanzer schießt schnell. Die Su war scheinbar gekettet. Ich habe es nicht genau gesehen. Ja, und damit ist die Geschichte auch vorbei. Wir haben gewonnen. Haben leider diesmal nicht so viel Schaden gemacht wie in der ersten Runde. Aber trotzdem war das ein, ja, bis aufs Ende eigentlich ein schönes Gefecht. Dritte Klasse. Wirkungsfeuer. Wir sind vom Schaden her auf dem 5. Platz mit 1028, haben einen Kill gemacht. Erfahrungspunkte sind immer relativ im Mittelfeld mit 528. Das gibt damit Premium 11.860 und 729 Credits. Ach Quatsch, XP meine ich doch. Ja, durchschnittliche Runde, aber das kommt dann auch mal vor. So ist halt World of Tanks, es kann nicht immer gut laufen. Wenn euch die beiden Runden gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Das hilft mir sehr, das motiviert mich, wie immer.
Wenn ihr euch auf den Emil freut, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich mich natürlich bemühen, ihn relativ schnell zur Top Gun zu bringen. Ansonsten würde ich mal sagen, könnte das ein bisschen dauern. Wie gesagt, er ist Stock echt eine ganz schöne Qual. Ich wollte es ja selber nicht glauben, aber gut. Und ansonsten, wie immer zum Schluss, hoffe ich, dass wir uns zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal wiedersehen. Macht's gut, ciao, euer O'Hare.